Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge der Sims 4 100 Baby Challenge. Wir sind hier noch am Spielen mit den beiden Kleinen. Ich denke, die können nachher auch mal Hausaufgaben machen. Das haben sie noch nicht gemacht. Und Pippi hier ist in der letzten Folge älter geworden, ist jetzt ein Kind und ich liebe einfach, wie sie aussieht. Ich finde es total süß irgendwie mit diesem Latzhosenkleid und den bunten, nicht zusammenpassenden Socken. Ich bin großer Fan. Und Phoebe hier ist am Malen. Und ja, wir haben jetzt gerade mal viel zu besprechen. Und zwar Kleinkinder. Kleinkinder. Also ja, dieses Patch, dieses Update der Sims 4, mit dem jetzt die Kleinkinder im Spiel sind, kam von mir aus gesehen gestern. Und kam komplett unerwartet. Ich denke, eigentlich niemand außer den Leuten, die wirklich mit Sims 4 zusammenarbeiten, hat irgendwas davon gewusst. Also zumindest haben alle sehr überzeugt, sehr überrascht getan. Und ja, war so nicht geplant. Ist jetzt alles sehr aufregend. Ich lasse Po jetzt mal miteinander zusammen Hausaufgaben machen. Und es stellen sich natürlich ein paar Fragen jetzt fürs Let's Play. Wir werden natürlich auf jeden Fall weitermachen. Wir werden das hinbekommen. Wird es sehr viel chaotischer werden? Ja. Wird es alles sehr viel länger dauern? Ja. Aber es wird wahrscheinlich auch einfach ungeheuer niedlich, weil ich finde, die Kleinkinder, die jetzt im Spiel sind, sind so putzig einfach. Ich hoffe auch, dass bald noch mehr Content für die Kleinkinder hinzugefügt wird. Also zum Beispiel auch noch mehr Frisuren oder noch mehr Kleidung und all das. Ich meine, klar, wir haben gerade super viel bekommen. Man müsste jetzt froh sein, aber ich bin gierig und ich will mehr. Und es stellen sich aber ein paar Fragen, wie wir das jetzt bei der Challenge handhaben wollen. Denn ich glaube, bei normaler Lebensspanne sind die Kinder 7 Tage lang Kleinkinder. 7 Tage sind super viel. Weil wir müssen auch bedenken, wir können nicht zu viele Kleinkinder und Babys gleichzeitig haben. Das schafft Phoebe einfach nicht. Selbst wenn irgendwann wir Teenager und vielleicht auch schon junge Erwachsene hier in der Familie haben, die wir noch nicht ausziehen haben lassen, selbst dann wird es sehr, sehr viel Arbeit werden und lässt sich vielleicht nicht alles so gleichzeitig machen. Und ich weiß, in den Sims 3 war es so, wenn da jemand die 100 Baby Challenge gespielt hat, dass die Kinder älter werden durften, wenn sie aufs Töpfchen gehen konnten, laufen konnten und reden konnten, dann durfte man sie altern lassen. Jetzt ist es aber in den Sims 4, glaube ich, noch relativ merkwürdig irgendwie. Die können schon so ein bisschen laufen und so ein bisschen sprechen und so ein bisschen zur Toilette gehen, aufs Töpfchen gehen, wenn sie geboren, also wenn sie zu Kleinkindern werden. Und dann kann man das denen aber so Level für Level besser beibringen. Und außerdem gibt es noch, ich glaube, 2 oder 3 andere Fähigkeiten dazu. Also komplett volle Fähigkeiten bei allem ist, glaube ich, unrealistisch. Ich denke, da brauchen wir fast länger als 7 Tage, bis wir das bei denen hinbekommen haben. Deshalb ist die Frage, wie machen wir das mit den kleinen Kindern? Ich habe noch keine Ahnung. Ich würde mal sagen, wir finden das vielleicht im Moment dann einfach mal zusammen raus, wie das so funktioniert mit den kleinen Kindern. Ich würde sagen, wenn Phoebe jetzt das Baby hat, machen wir vielleicht mal langsam mit dem neuen Kinder bekommen und ich gewöhne mich erstmal daran und finde mal so ein bisschen raus, was überhaupt mit den kleinen Kindern alles im Spiel zu beachten ist. Und dann können wir ja nochmal überlegen, was vielleicht eine Möglichkeit ist, das in der Challenge umzusetzen, weil, wie gesagt, ich finde 7 Tage recht lange. Vor allem auch, wenn die Kleinkinder alle Skills dann lernen, alle Fähigkeiten lernen, sind die dann starten die wohl als Kind in der Schule besser, so wie ich das verstanden habe. Und dann ist halt die Zeit als Kind wieder sehr kurz. Und das ist halt auch wieder ein bisschen was, was ich nicht unbedingt will, dass die Zeit als Kind kürzer ist als die als Kleinkind, auch einfach, weil es ein bisschen unrealistisch ist und all das. Und ja, müssen wir mal schauen, ob wir einfach sagen, wir kürzen die Zeit als Kleinkind dann auf, keine Ahnung, 4 Tage oder so, doppelt so lang wie als Baby. Und oh, unser Papa will mit uns reden, aber wir machen jetzt Hausaufgaben. Aber ja, müssen wir einfach mal schauen, kriegen wir bestimmt hin. Aber ja, muss man dann mal schauen. Pippi hat auf dem Klettergerüst spielen und am Computer, kann auf dem Klettergerüst spielen und am Computer üben, okay? Und was machst du jetzt? Du hast doch gar keine Hausaufgaben, oder? Macht einfach trotzdem mit, okay. Po und Lala sind soeben beste Freunde geworden. Oh, das ist aber süß. Und Phoebe malt hier noch fröhlich, während wir die Hausfrosch GmbH hier haben. Also beziehungsweise Vanessa ist, glaube ich, schon wieder weg, aber Claire ist noch da.
Wir machen jetzt gerade nicht viel mit Claire, aber ich finde es halt einfach ganz nett, wenn man so ein bisschen Besuch da hat, volles Haus und ja. Und oh, ich wollte für diese Folge eigentlich das Grundstück hier platzieren. Da wollte ich auch heute mit den Leuten hier hin. Vielleicht, das habe ich aber vergessen, weil ich hier die Folge direkt nach dem Ende der letzten Folge aufnehme. Dann würde ich mal sagen, ich platziere das Grundstück mal flott und bin dann gleich wieder bei euch und zurück. Und ja, ich melde mich gleich wieder. Ciao! Und ich bin zurück. Sorry, dass das gerade so ein bisschen chaotisch ist. Ich bin noch so ein bisschen durcheinander wegen der Kleinkinder. Jedenfalls, das ist das Grundstück, was ich gebaut habe für uns. Das ist ein Café. Aber wie ihr sehen könnt, ich habe hier viel für Kinder und auch teilweise schon für Kleinkinder auf dem Grundstück platziert. Ich bin auch am Überlegen, hier könnte man sehr einfach auch so einen Raum für Teenager vielleicht noch ins untere Geschoss, weil unten sind schon Toiletten und auch ein Wickelraum. Ja, ich war sehr stolz darauf, auf die Idee gekommen zu sein, einen Wickelraum zu bauen. Könnte man da auch ganz leicht noch hinzufügen. Und ich dachte mir so, das wäre vielleicht ein nettes Grundstück, wo man einfach auch mal so mit den Sims hingehen kann, einfach für eine nette Zeit. Und ja, das ist das. Und da kommt auch irgendwann demnächst ein Hausbauvideo von raus. Ich habe es eben heute Morgen irgendwann erst gebaut. Also das kann noch ein bisschen dauern. Und ja, ich wollte noch kurz darauf hinweisen, damit ist unsere schöne kleine Nachbarschaft hier in Newcrest komplett. Ich meine, hier das Haus, das kann man jetzt ignorieren mit dem komischen Anbau da drauf. Aber ja, hier den Teil hätten wir dann schon mal. Und ich wollte eigentlich jetzt hier hin, aber jetzt habe ich gesehen, dass hier die Kinder teilweise schon recht hungrig sind. Seid ihr denn mit den Hausaufgaben fertig? Nee, noch nicht. Da würde ich sagen, ihr macht die Hausaufgaben weiter. Macht die vielleicht jetzt noch fertig. Und du kannst es mal fortsetzen hier und danach würde ich sagen, machen wir vielleicht ein Grillfest oder irgendwie ja, Grillfest. Einfach, dass wir hier hinten zusammen grillen, weil in dem Café kann man an sich so nicht wirklich was essen und ich weiß nicht, was es ist, aber es ist widerlich. Und dann können wir vielleicht morgen nach der Schule dann auf das andere Grundstück gehen. Du kannst hier nochmal vorher vielleicht noch zur Toilette gehen. Und ihr macht Hausaufgaben. Ja, bist du fertig mit Hausaufgaben? Ja. Dann, wie weit ist Phoebe denn mit dem Malen? Okay, sie geht jetzt zur Toilette. Dann kannst du schon mal hier hingehen und kannst dann danach zur Toilette gehen. Wie geht's denn? Kleinen Pipi. Okay, geht's noch ganz gut und Lala ist noch am Hausaufgaben machen und ich würde sagen, Phoebe, du kannst danach hier mal grillen für alle. Was könntest du denn mal grillen? Vielleicht mal Ofenkartoffeln. Ist doch ganz nett. Ich selbst esse super gerne Ofenkartoffeln. Super lecker. Und ja, wenn du jetzt hier hingehst, kannst du jetzt hier mal zur Toilette gehen. Dieser Fernseher, ernsthaft. Und genau, du gehst jetzt grillen. Wie geht es, Lala? Hausaufgaben machen. Okay, Lala ist jetzt auch fertig. Da würde ich sagen, du kannst vielleicht hier oben unser neues Bad mal einweihen und kannst dann da mal zur Toilette gehen und danach wieder zurück hierhin. Und ja. Oh no. Wer bist du denn? Kennen wir dich? Max Villarreal, Villarreal, wie auch immer. Hallo. Können wir den vielleicht mal über Kunst reden? Das wollten wir ohnehin. Und Phoebe, wo grillst du? Da? Okay. Ah, so sieht es aus. Dann ist das wahrscheinlich, sind das Ofenkartoffeln, die hier hinten vermodern. Manchmal räumt sich das ja über Nacht so ein bisschen selbst weg in Sims. Darauf hoffe ich noch. Ich habe nicht die Zeit, irgendwie immer für die ganze Nachbarschaft aufzuräumen. Und kannst danach auch hier hingehen. Und
Ach ja, wir haben Essen, wie schön. Dann würde ich sagen, erstmal zusammen ein Gericht nehmen mit der Gruppe und dann kannst du hier auch zusammen ein Gericht nehmen. Was ist denn der Unterschied zwischen Portion und Gericht? Hä? Aha, gab es das schon immer, die Unterscheidung? Ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Dann würde ich sagen, wir nehmen mal ein Gericht und hoffen, dass es irgendwie das Richtige ist. Okay. sagt mir so jetzt nichts, aber gut. Und ja, dann können alle zusammen hier ein bisschen essen. Und du möchtest kreativ werden, kannst du gerne. Und Poe kennenlernen kannst du auch gerne. Vielleicht, wenn du dich jetzt hier flott hinsetzt, dann geht es ganz gut. Oh. Ich mag das, wenn sich alle lieb haben. Dann kannst du, nee, du hier jetzt Paul mal kennenlernen. Wo ist es? Da. Und du möchtest etwas pflanzen, na, vielleicht jetzt nicht. Freundschaft schließen. Mal schauen. Und wir kommen gerade. Nein. Es dauert noch, bis wir ins Dritte kommen, oder? Hä, aber es war doch eben noch ein paar. Noch irgendwie 7 Stunden bis ins dritte Trimester. Oder? Okay, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, manchmal ist diese. Wo ist es, diese Anzeige vom Alter her merkwürdig? Wie jetzt zeigt es, sie würde jeden Moment zum Älteren, zum Erwachsenen werden, aber dann ist es manchmal auch nicht so. Und ich weiß nicht, ist es einfach die Anzeige, die komisch ist? Und oh. Und du möchtest Hausaufgaben beenden. Hast du es noch nicht gemacht? Ja, dann machen wir das gleich noch. Und jetzt guck nochmal bei den Bedürfnissen durch. Ist ja wunderbar. Essen sind sie ja. Ja, was für eine glückliche Familie. Ist das alles noch so gesittet und irgendwie zivilisiert? Jetzt müssen wir nur warten, bis die Kleinkinder da sind. Und du möchtest gerne weiterspielen gehen. Ja, das darfst du. Und, du wirst angerufen? Jeff the Killer, ich habe gehört, dass an den Klippen gerade eine verrückte Party steigt. Sollen wir mal vorbeischauen? Das ist eine Falle. Also, Kinder, wenn euch Jeff the Killer anruft und euch auf eine Klippe locken will, sagt nein. Also, nein. Sorry, Jeff. Nein. Ja. Oh, das hat Spaß gemacht, das mit meinem Bruder zusammen aufzunehmen. Das hat mich sehr gefreut. Und, ohne dass ich es ihr gesagt habe, setzt sich das Kind auf die kalte Erde und macht Hausaufgaben. Es ist so ein liebes Kind. Oh, ich bin so irgendwie im Moment so emotional verbunden mit Poe. Es ist nicht mehr normal. Ah ja, was ich auch noch machen wollte, ist die Erzeugnisse hier, die wir da von den Pflanzen haben, mal verkaufen. Denn die kleinen Kinder brauchen auch jede Menge Zeug und jede Menge Platz. Deshalb würde ich gerne noch ein bisschen Geld verdienen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man die irgendwie nicht. Also man kann die kleinen Kinder wohl in der Badewanne waschen. Und logischerweise müssen sie auch für die Hygiene ab und zu gewaschen werden. Und das kann man aber leider nicht in der Dusche machen oder irgendwie im Waschbecken oder so. Also, ja. Ich meine, Waschbecken sind sie wahrscheinlich ein bisschen zu groß für. Das wäre dann eher bei den Babys logisch, aber ja, geht leider nicht. Und Lala, du könntest, wenn du gegessen hast, vielleicht auch mal zusammen Zusatzaufgaben machen. Und du kannst noch keine, ne? Zusatzaufgaben kann man erst, wenn man Zweierschüler ist. Und, ja. Nettes kleines Familiendasein mit Claire. Schade, dass Vanessa schon so früh gehen musste. Ich gucke mir jetzt mal an, wie viele Punkte wir jeweils haben in den Gruppen. Da hatten wir aber mal mehr, da bin ich mir sicher. Und ja. Ich weiß nicht, was hier mit den Gruppenpunkten passiert ist. Ich meine, mich erinnern zu können, dass da mal mehr waren. Irgendwie, aber vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Aber ja. Und oh, so ein goldiges Kind. Okay, ich höre auf, ständig von Lala
zu reden, aber sie ist wirklich so goldig. Und du sollst Hausaufgaben machen. Guck mal, deiner Schwester sage ich gar nichts und sie macht Hausaufgaben und. Und du. Ja, pass auf, Pippi, solange hier. Du hast Hausaufgaben schon gemacht, Schatz. Du musst ja nicht irgendwie alles übertreiben. Du kannst mal. Oh, wir müssen nachher das Badezimmer sauber machen, unbedingt. Hier und dann kannst du hier oben schlafen gehen. Und Phoebe wird auch langsam müde. Würde ich sagen, wir verabschieden uns irgendwie von Claire. Auf Wiedersehen. Genau, und danach beenden wir die Gruppenversammlung. Genau. Und dann kannst du mal. Wahrscheinlich war sie eben im ersten Trimester und aber wenn sie eben im ersten war und gerade erst ins zweite gekommen ist. Manchmal irgendwie frage ich mich, ist das Spiel kaputt oder bin ich kaputt? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, vor dem Einschlafen kannst du das noch an einen Sammler verkaufen und vielleicht noch ein kleines Gemälde malen. Schadet auch nicht, du möchtest kreativ werden. Machen wir auf jeden Fall. Ach, das ist die Musik. Machen wir die mal aus. Und, was ist mit dir? Stressiger Schultag. Oh, wir haben doch noch schon so viel gespielt mit dir, Liebes. Was ist denn hier dein? Und du? Traurig über Boshaftigkeit. No. Arme kleine Po, das kann ich verstehen. Und, genau, du kannst danach auch schlafen gehen und du auch. Hausaufgaben fertig. Genau, und dann kannst. Ach, du hast noch gar keine Zusatzaufgaben gemacht. Nee, komm. Dann lassen wir das aber heute. Ich weiß überhaupt nicht, irgendwie andere Behandlung für zwei Kinder oder so. Mit einem schimpfe ich, weil es irgendwie Zusatzaufgaben macht und das andere macht die normalen Hausaufgaben und ich schimpfe nicht. Aber wie weit bist du denn? Ach komm, wenn deine Schwester nicht muss, musst du auch nicht. Aber du hast die Mentalfähigkeit erworben. Das ist doch wunderbar. Und du möchtest gerne gemein zu Po sein. Nein. Tut mir leid, nein. Kreativ werden können wir mal schauen. Feind machen. Nein. Zusatzaufgaben beenden. Ich will aber nicht, dass sie morgen so krass müde ist. Und ich meine, 11 ist eigentlich auch schon eine Zeit, wo Kinder schlafen gehen könnten. Würde ich sagen, schläfst du? Und Phoebe ist schon schlafen. Na gut, dann eben nicht. Oh, kein Baby schreit. Sowas. Oh, das wird so krass, wenn wir die kleinen Kinder haben. Ja. Och, wir sind. Hä? Warum verdienen wir denn Gruppenpunkte im Schlaf? Ende das mal, weil es so ein bisschen gecheatet ist irgendwie. Ach du kannst. Hä? Gut. Und ja. Das wird auch ganz interessant. Also der Merkmals-Randomizer, den ich benutze, der hat gestern schon darauf reagiert, dass es jetzt Kleinkinder gibt. Ja. Und man kann sogar heute schon für die Kleinkinder die Merkmale generieren, was ich echt cool finde. Du kannst danach hier auch mal säubern. Und was essen? Genau. Die Kinder schlafen alle noch. Ja, wir müssen aber schauen. Ich hatte ja ein Haus schon gebaut für dieses Let's Play für später, aber ich weiß nicht, ob das für Kleinkinder so geeignet ist. Wird sich zeigen, müssen wir einfach mal schauen, müssen wir mal sehen und ja.
Und was hast du? Hungrig und du möchtest gerne jemanden küssen. Phoebe, ich will erstmal schauen, wie das mit den Kleinkindern ist, bevor du wieder losziehst und fremde Leute küsst. Aber ja. Du bist im Prinzip wach. Dann kannst du mal duschen. Und dann auch was essen. Wie viele Gerichte haben wir eigentlich noch davon? Vier. Das ist doch perfekt. Kannst du danach auch ein Gericht nehmen und du möchtest gerne mit Po plaudern, natürlich. Das ist die kleine Schwester, die merkt, dass ihre große Schwester unter ihrem Geschwister leidet und jetzt ganz lieb ist. Ich überinterpretiere überhaupt nicht in Sachen gar nicht, aber ja. Du bist auch wie. Okay, ich wecke euch zwei jetzt auch mal auf. Du kannst mal was essen. Wie verdorben ist. Was ist denn verdorben? Wie viel Salat haben wir denn noch? Zwei übrig. Das heißt, irgendwer muss Joghurt essen. Ah, und du isst bitte nicht das Verdorbene gleich. Wie viel Hunger hast du denn? Nicht so viel, dann isst du vielleicht einen Joghurt oder Cerealien oder so. Cerealien und wir werfen mal das verdorbene Essen weg, bevor das irgendwer isst. Und du, hatte ich dich nicht auch geweckt? Du kannst mal zur Toilette duschen. Und dann auch davon was essen und du möchtest gerne Pipi kennenlernen. Natürlich darfst du das. Und Phoebe, warum schaust du denn Fernsehen? Du guckst doch sonst nie Fernsehen. Was ist los mit dir? Und ja. Also hier oben, ich weiß, es sieht etwas suboptimal aus. Das werden wir auch noch erweitern, aber wir hatten einfach um die Zeit kein Geld mehr für mehr. Also ja. Und es wäre natürlich gut, wenn alle Kinder und generell alle, die auf zwei Beinen laufen können, außer Phoebe, dann nach oben ziehen, damit wir hier unten die Kleinkinder haben. Weil Kleinkinder können zwar Treppen rauflaufen, aber. Ach, du malst von dir aus. Das ist aber nett. Aber erstens finde ich es optisch irgendwie gruselig mit dieser kaum abgesicherten Treppe hier. Also ja, draußen und dann könnten die hier irgendwie über die Kante fallen. Ich meine. Klar würden sie nicht über die Kante fallen, es ist Sims, aber trotzdem, in meinem Kopf tun sie das. Und dann dauert es einfach eine Ewigkeit anscheinend, bis Kinder, also Kleinkinder, so eine Treppe hochlaufen. Also, ja. Du willst wieder gemeint. Ich habe doch schon Nein gesagt. Und das können wir auch mal. Hallo? Können wir das nicht? Stellen wir es mal gerade hier hin. Warum auch immer. Und dann kannst du mal duschen. Und dann. Oh! Pippi wäscht ab. Die kommt so sehr nach ihrer Schwester. Das glaubt man gar nicht. Dann kannst du danach vielleicht mal. Huch! Nein. Kennenlernen. Das wolltest du doch, oder? Ich erstmal. Tag, Kompliment, irgendwie von Herzen kommendes Kompliment machen. Ach so, ja, genau. Und auch, und das hast du von deiner Mama. Fernsehen. Oh. Mir ist zuletzt erst aufgefallen, wie häufig oh, oh sage, irgendwie im Let's Play. Anscheinend sage ich das in echt auch sehr häufig. Es ist mir vorhin nie aufgefallen. Das fand ich lustig. Und wie weit bist du? Und du bist. Wow. Krass. Also. Phoebe, du erstaunst mich, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Wow, okay. Und du gehst zur Schule, nehme ich an, ja. Und wie satt bist du? Satt genug, komm. Kannst ja ein Schulbrot mitnehmen oder so. Und wie sauber bist du? Auch sauber genug. Zur Toilette gehst du nicht, muss ja nicht sehr, und du kannst in der Schule gehen. Und dann gehst du auch zur Schule. Und auch das Kleid habe ich ganz lange irgendwie nicht mehr an dir gesehen. Ach, hä? Warum hast du dich nochmal umgezogen? Muss man das verstehen? Und dann können alle wieder fleißig lernen.
Und ja, irgendwie, ich komme nie so weit in den Folgen, wie ich eigentlich kommen wollte. Ich wollte nämlich eigentlich schon in den Park gehen, diese Folge. Aber okay. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr oder das schaffen wir ziemlich sicher nicht mehr in dieser Folge. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Der wohnt auch gar nicht hier in der Nachbarschaft. Der wohnt hier überhaupt nicht. Der wohnt irgendwo. Wo wohnen die Landgrafs? Ich glaube in Oasis Springs. Oder in Willow Creek. Ich glaube in Oasis Springs. Und hier, ich weiß, wer in Newcrest wohnt. Ich habe ja alle selbst hier reingesetzt und er ist nicht einer davon. Und ich denke mir so, ja, das ist überhaupt nicht creepy. Irgendwie komischer Mann, der immer an uns im Haus vorbeigeht. Und ja, ich würde sagen, ich beende die Folge jetzt mal hier. Nächste Folge gehen wir dann auf das neue Gemeinschaftsgrundstück und nächste Folge wahrscheinlich noch nicht, aber vielleicht übernächste Folge kommt dann das Baby und ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt wegen der Kleinkinder und irgendwie Ideen, was man da machen könnte. Und ich freue mich, muss ich sagen, riesig drauf. Ich war erstmal ein bisschen verschüchtert, als die Nachricht kam und dachte mir nur so, okay. Viel Arbeit und ja, aber ich freue mich jetzt drauf und ich glaube, das wird sehr lustig werden. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!